So, da sind wir wieder frisch und munter. Ich habe hier mal ein bisschen aufgeräumt. Hab auch jetzt direkt gemacht, natürlich auch so die, sonst komme ich ja nicht mehr hoch. Und habe ein paar interessante Sachen entdeckt. Der brennt noch weiter vor sich hin fröhlich. Jetzt sollten wir kurz nochmal erstmal sowieso speichern. Und dann habe ich natürlich zwei Sachen entdeckt. Einmal hier runter waren noch ein Haufen Dosen. Das war nur Hundefutter, aber egal. Und dann habe ich noch eine ganz interessante Sache entdeckt, nämlich die da. Ein schöner Safe. Und ich bin echt gespannt, was da drin ist. Und sich der Nebel gelichtet hat. 39. Habe ich auch noch anderes Interessantes entdeckt, aber dazu gleich mehr. Erstmal. Komm schon. Komm schon. Öffne dich. Sesam, öffne dich. Nein! Man kann also zu weit drehen. Okay. Okay. Also 39. Bin irgendwas hinter 55 oder bei 55. Irgendwas hier jetzt gleich. Sehr gut. Oh mein Gott. So, weiter miteinander dann. Geil. 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 Oh, das kommt natürlich sehr gut. Wow. Shit auf die Geschwindigkeit, ganz ehrlich. Jetzt ziehe ich aber sowas von an. Die anderen nehme ich auseinander, weil ich habe ja noch die Arbeiterhandschuhe. Und irgendwas wollte ich jetzt sagen. Ich streng mich an. Ja, eigentlich haben wir ja noch Schuhe und so, aber ja. Können die ja nicht anziehen. Wir haben hier in genau nebenan ein Haus gehabt. Wusste ich natürlich nicht. Und unser Flint hält leider auch nicht mehr lange durch. Das ist ein bisschen schade. Deswegen ich hier echt aufpassen muss. Und da hinten sind noch Häuser. Da gehe ich jetzt als nächstes hin. Ich nehme natürlich trotzdem jetzt Holz mit. Weil das Wetter ist natürlich klar. Wir haben Glück. Obwohl, warte mal. Ich habe so viele Leute zu Hause. Ich nehme es mal nicht mit, weil ich ja sowieso gleich zurückgehe. So, rennen wir mal ganz kurz rüber. Denn ich will ja gleich in die... Ja. Entschuldigung. Denn ich will ja gleich in die andere Richtung. Haben wir auch wieder Kisten. Und ich nehme ab jetzt echt die Kisten auseinander, weil da kann immer was drunter sein. Finde ich hier vielleicht wieder eine Leiche? Irgendjemand? Da ist auch nichts. Irgendetwas? Und die Idee erstellen und reparieren kann. Ja. Ja. Okay. Hallo, jemand zu Hause? Hallo. Fenster sind so weit beschlagen, dass man nicht mehr durchgucken kann. Das ist schon... Wow. Gut, merken. Weil das ist sehr, sehr gutes Holz. Sagen wir, weil die Tür so anders aussieht. Demo. Nehme ich diese auseinander. Mit der in der Hoffnung, dass da drunter irgendwas ist. Nein.
Nein. Nein. Was haben wir denn? Ja, ach, weißt du was? Das Messer haben wir nie benutzt. Wir sind schon da gerade auch gebrauchen. So, haben wir hier was liegen mit Nützliches drin? Nein. Dankeschön. Gut, Sachen ablegen und dann auf zum Entschuldigung. Auf zum Turm und. Ne? Ich meine, wir können auch durchschlafen. Wir müssen noch ein bisschen schlafen. Ja gut, vergisst, was ich gesagt habe. Da. Was soll's? Ja, ja, Verstauungsrisiko. Wen interessiert's? Ja, guck mal. Da ist noch was hier, kannst du mal nehmen. Dann machen wir den Kamin an, nehmen alles durch. Das nehmen wir jetzt aber wirklich nicht mit. Ja, das sind die zwei, die kannst du auch nicht mehr nehmen. Denn. Das will ich ja jetzt auch nicht zumuten. Nee, das reicht dann jetzt auch. Keine Ahnung, wie viel Holzdinger wir haben gerade. Wie wir gerade haben. Auf jeden Fall genug, um eine Woche lang durchheizen zu können. Kannst du mal nachladen, Junge. Hier fehlen schon wieder zwei Patronen. Na, Mann. Alles muss man selber machen, weißt du? Ich kann mir jetzt eigentlich nicht schätzen. Glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, dir ging es schon schlechter. Vom hungrig sein her. So, was ist denn das aus? Da ist es aus. Dann machen wir uns jetzt noch ein bisschen rum. Ja, du kriegst doch etwas zu essen. Dann gehen wir jetzt, machen wir den Dach durch und dann gehen wir da zum Turm und dann rechts weiter auf zum dahin halt, ne? So, irgendwie halt, ne? Haben wir ruhig jetzt. Mindestes Zeug. Das haben wir gar nicht. Da haben wir schon genug drin. Aber wir haben gar keinen Platz mehr, um irgendwas reinzutun. Na gut, hier passen aber auch 5 Kilo rein. Machen wir da mal. Okay, wie passen sie da rein? Na komm schon, 20 Stück, das ist okay. Rumlagern. Na, ja, dann machen wir jetzt erstmal hier nochmal ein bisschen Feuerchen. Den Bargeld können wir als Hunger nutzen, sehr schön. So, dann schlafen wir gleich 12 Stunden durch. Wir essen uns jetzt satt, wir trinken uns satt. Gehen dann 12 Stunden schlafen oder halt so, damit es wieder Tag ist. Wieder essen und trinken, halt was so üblich ist. Ja, komm hier. Noch ein paar Stöcker zu. Fertig ist die Lauge. Boah, da muss schon wieder rutschen. Es tut mir leid, ey. Es ist schrecklich, ich weiß. Aber dann nicht alle Lauge. Braucht ihr ja noch. Die können wir eigentlich so weit unlagern. Okay. Machen wir einfach mal 10. Noch. Mehr was zu essen dabei. Wir haben 2 Rehe dabei. Dann nehmen wir nochmal die beiden hier mit. Das wird gleich mal. So, einmal das, dann einmal trinken. Dann wieder einmal das. Da hilft ja nichts. Das ist gegart, dann können wir das ja essen. So, dann gehen wir jetzt mal pennen. Der Ofen hält wie lange noch? 11 Stunden.
Dann schlafen wir nur 10 Stunden. Ach ja. So, dann haben wir wieder Hunger und Durst und mit das fortwährende Hin und Her. Was man halt so kennt, ne? So, wir sind immer noch ein paar Nächte vor uns. 2 Stunden läuft er noch. Dann führen wir hier nochmal 7 Stunden. Komm. Danke. Hunger. Es hält sich ja anscheinend hier länger als andere. Geschmackloses Hundefutter, frisches Hundefutter. Weißt du was, wir können uns mal einen frischen Schweine auf Fleisch mitbringen. Jetzt nehmen wir das noch mit. Und wir machen uns noch mal ganz kurz ein bisschen Wasser. Oh, Maus. So, garen. Einmal noch. Ich schlafe jetzt trotzdem nur mal eine Stunde, damit es wirklich hell ist. Und dann aber versprochen, gehen wir los und wir entdecken die andere Welt noch. Und zwar nächste Folge. Nein, keine Ahnung. Je nachdem. So, Dose aufheben. 4 Stunden lang brennt das eigentlich noch. Dann isst du jetzt mal das letzte Rieh. Trinkst du mal das. Dann nehmen wir uns noch mal ein Stück Curry mit. 2 Stück, 1 von 2,8. Ach so, der ist ja nicht ganz. So, dann machen wir mal Speicherung Rätsel 2. Annehmen und los geht's. Nicht lang schnacken. Füße in Haken. Gehe ich denn richtig? Ich gehe richtig, sehr schön. So kann das so laufen, oder? Also sollte es auch richtig laufen. Da oben ist das. Ich. Komm ich da lang? Ich komme da gar nicht lang. Hallo, Eis. Ich stehe auf echt dünnem Eis. Ich stehe auf ganz dünnem Eis. Naja. Es ist neblig, aber nicht kalt. Das ist auch gut. Da hinten habe ich ein Reh erlegt. Mit einem Schuss übrigens. Also mein Aim in solchen Survival Games wird besser. Ist jetzt in Mist. Zum Beispiel jetzt nicht so der Fall mit der Sniper zum Beispiel. Aber das ist ja noch ein Spiel, das... Das noch um einiges aus. Schon wieder, das ist doch nicht. Weißt du, wegen dir geht meine Waffe kaputt. Piss dich einfach. Ich will einfach nur zum Turm. Ja, kannst jetzt mal schön wegbleiben. Tiere, weißt du? Peter würde ich jetzt sicher melden oder. Greenpeace, bleib da hinten, ja. Hör deine Nahrungskette nicht an. Außerdem habe ich Hasen. Hasenwollhandschuhe, ja. Pass mal auf, du. Ich zimmer mal dir gleich ein. Ach, ein Wunder ist das schön. Ja, glücklich ist nichts. Nichts ist hier. Ja, dein Motor klingt ganz komisch, Mr. Wolf.
Ja, kommt trotzdem. Ich werde ihn erschießen müssen, Gott. Wenn er nicht gleich vor mir ablässt. Kann er nichts für. Ist nichts. Das ist ein bisschen schade. Oh, Speichervorgang, okay. Sag mal. Wo sind wir überhaupt? Okay, kurz vor der Bahngleise, das passt doch. Und wir kommen jetzt hier wieder runter. Da ist auch nichts. Nö, hier ist überall nichts. Wow. Oh. Ich kann sagen, hier kommt er wohl nicht drauf, aber dann wäre ich fast runtergefallen. Oh, ich mag die Musik. Alter. Da kommen die schönen Seiten des Spiels hervor, Alter. I love it. Was habe ich da oben gerade gesehen? Nichts. Okay. Die Frage ist jetzt nur, wo kommen wir denn hier runter? Vielleicht sollten wir nochmal zu den Güterwaggons da. Damit wir da irgendwie runterkommen. Da könnten wir runter. Ja, aber. So, dann gucken wir nochmal da, ob ich da vielleicht noch was will. Ich glaube es nicht, weil das ist ja alles nur Holz hier. Was sollte da schon sein? Vielleicht eine Leiche, aber. Das nehme ich trotzdem mit. Metallschrott nehmen wir auch erstmal mit. Und ich würde jetzt eigentlich gerne sagen, solange wir noch nicht überbeladen sind. Aber ich wette, kaum habe ich es gleich gesagt gehabt, jetzt wird es auch gleich so sein. Hier ist noch nichts. Na, was habe ich gesagt? Hallo, Fremder. Blutgetränke nutze ich. Ich habe betrunken und nutze ich verstanden. Hey! Ihn auseinandernehmen. Durchsuchung, Entschuldigung. Winddicht, aber nicht gut isoliert. Okay. Tja. Hättest du meine Jacke genommen, die winddicht ist, wa? Kann ich jetzt leider nichts mehr lernen. So, was haben wir denn da? Angesichts der Menge der angefrorenen Blut auf dieser Seite ging es in dem Verfasser wohl nicht sonderlich gut. Wie man sieht. Erst das Kraftausdruck, ranzige Fleisch, dann der verstauchte Knöchel. Dann dieser Kraftausdruck, Sträfling aus dem Nichts. Bin mit ihnen gekommen, indem ich eine verdammte Schlucht gefallen bin. Okay. Und dann kamen natürlich diese Kraftausdruck, Wölfe. Habe meinen Kram weggeworfen und bin gerannt, so gut es mit dem verstauchten Knöchel eben ging. Wenn du das liest, weiter bin ich nicht gekommen. Hätte einfach in Milton bleiben sollen. Ja. Hättest du wohl mal. Aber in Milton sah es ja nicht besser aus, ne? Also warum nicht weitergehen? Ich wüsste nicht, was ich getan hätte. Ich weitergegangen wäre. Oder in Milton geblieben wäre.
gerade halt, ob ich hier, ob hier noch. Ja, ist ja gut. Ob hier noch Metallschrott ist oder so. Kann jetzt nichts erkennen. So, wie versprochen, geht's in der nächsten Folge weiter. Aber dann fangen wir auch da an. Und dann wird's spannend.